herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dying Light. Ist schon ein Weilchen her, dass ich wieder was aufgenommen habe. Heute ist es mal wieder soweit. Wir sollten ja die Lichter anmachen, haben wir gemacht. Strom ist ausgefallen, haben wir angemacht. Wir sollten dann zurück zur Base, sind wir gegangen. Dort habe ich dann offline noch kurz eine Nebenmission gemacht, die ich leider nicht aufgenommen habe. Aber dafür haben wir ein neues Ziel auf der Map. Und das schauen wir uns jetzt an. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich... Okay. So, wo ist meine Map? Genau. Hier soll man die Apotheke überprüfen. Das war diese Nebenmission. Die machen wir jetzt als erstes. Würde ich sagen. Mal Zweckpunkt. Und dann müssen wir nämlich hier hoch. Dann nehmen wir die gerade mit und dann ist gut. Genau, so macht man das. Ja, was ist? Wir haben noch zwei Ampullen Pseudoantizin gefunden. Bracken ist stinksauer. Logisch. Und Bahir? Stabil. Aber hätten wir ihn 10 Minuten später gefunden, sähe das anders aus. Das Zeug tötet Crane. Sie müssen diesen Panschern unbedingt Einhalt gebieten. Mach ich. So leicht kommst du mir nicht davon! Was ist das? Was ist denn das? Was ist denn da? Die Ampullen sehen nicht aus, wie sie sollen. Und jetzt sollen wir leere Ampullen auf. So leicht kommst du mir nicht davon! Was kann ich für dich tun, Kumpel? Toll! Wie viele von uns wohl beim Sammeln leerer Pillenflaschen draufgehen? Willst du Bento fragen? Man sagt, du verkaufst Antizin? Wer sagt das? Ein kleines Vögelchen? Derselbe, der auch sagt, dass du Dreck zusammen kochst und in falsche Ampullen füllst. Müll? Meine Formel ist um Längen besser als dieser Mist aus den GRI-Paketen. Sie hält nicht nur gesund, sondern verleiht auch Superstärke. Unglaubliches Tempo. Und Laseraugen. Ich könnte dich mit einem Blick verbrennen. Ich mach deinen Laden dicht. Ja, Yusuf sagte schon, du würdest Ärger machen. Tja, Yusuf hatte wohl recht. Und du bist so gut wie tot. Gut, habe ich jetzt. Mach ihn den Bastard fertig! Vielleicht kommst du mir nicht davon! Wow. Okay. Komm runter, los!
sind voll. Komm und stell dich. Sei kein Feigling. Komm runter. Hier bin ich. Komm schon. Sei kein Feigling, komm runter! Los! Hier bin ich, komm schon! Einer, aber da muss ich erst mal treffen. Ja. Hast du die Hosen voll? Komm und stell dich! Sei kein Feigling, komm runter! Los! Sei kein Feigling, komm runter! Los! Name ist weg. Auf ihn! Tatsache, mein Name ist weg. Hast du die Hosen voll? Komm und stell dich! Nee. So leicht kommst du mir nicht davon! Hier bin ich! Komm schon! Oh, jetzt muss ich gerade gucken, weil... Ich hab mein Rohr weggeschmissen, oder was? Nein, ich hatte einen. So leicht kommst du mir nicht davon! Hast du die Hosen voll? Komm und stell dich! Ich kann jetzt aber auch nichts mehr. Sechs Böller, super. Ups. Hier bin ich! Komm schon! Moment, ich muss gerade gucken. Hast du die Hosen voll? Komm und stell dich! Ich weiß echt nicht mehr, wie man die Wurfsachen auswählt. Hier bin ich! Komm schon! Ich glaube, das war... Sei kein Feigling, komm runter! Los! Wo willst du hin? Wir sind noch nicht fertig! Wo willst du hin? Wir sind noch nicht fertig! Und das reicht. Hier stehen bleibt. So leicht kommst du hier nicht davon! Jawohl. So leicht kommst du mir nicht davon. Das waren es, glaube ich, nur noch zwei. So leicht kommst du mir nicht davon. Dafür wirst du mir büßen. Haha. Sei kein Feigling, komm runter, los! Wo willst du hin? Wir sind noch nicht fertig! So leicht kommst du mir nicht davon. Ende Gelände, verstehst du? Hier bin ich, komm schon! Wo willst du hin? Wir sind noch nicht fertig! Sei kein Feigling, komm runter! Los! Hier bin ich, komm schon! So leicht kommst du mir nicht auf! So leicht kommst du mir nicht davon. Shit. Das hat wehgetan. Ich kann die Bandage mehr. Ich muss ganz kurz gucken, ob ich Bandagen machen kann. Nein. Okay.
das bedeutet. Halt, hier muss ich ja gucken, stimmt. Ne, geht trotzdem nicht, mir fehlt. Mull. Toll. So leicht kommst du mir nicht davon! Hast du gesehen? Was ist das? Was auch immer ich jetzt gemacht habe. Lena, hier Crane. Geschafft. Richten Sie Bracken aus, die Puncherbude hat dicht gemacht. Gut gemacht, Crane. Das freut mich sehr. Geht's Ihnen gut? Ja, aber Yusuf hatte Sie schon vor mir gewarnt. Das hatte ich befürchtet. Bracken wollte ihn einsperren, aber er war schon abgehauen. Wenn er zurückkommt, knöpfe ich mir den Kerl mal vor. Außer bei hier krallt ihn sich zuerst. Nun wird sie alles durchsuchen, ob ich auch alles habe. Sind wir immer noch nicht da drin? Kann hier nichts machen, gell? Da habe ich hier meinen Mull. Ach stimmt, das habe ich ja bei meinem Rucksack drin. So, gut, dann würde ich sagen, habe mein Bestes gegeben. Und wir sagen, wir machen jetzt hier mal ein kleines Folgenpäuschen, ist ein bisschen kurz. Und dann gehen wir weiter mit der Hauptmission. Ich sage in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Euer Caruso. Bye bye.